So, hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Runde Talk of Talk. Und heute wollen wir uns zusammen, also mein Bruder und ich, über ein Thema mit euch unterhalten, was, denke ich, enorm groß ist, viele, viele positive wie negative Aspekte hat. Und wir wollen jetzt mit dem Video einfach zur Diskussion anregen, eure Meinungen hören, vielleicht auch Vorschläge und genauso wie natürlich auch positive oder negative Aspekte, die wir jetzt vielleicht vergessen haben. Und zwar geht es um das Thema Voice over IP, was ja definitiv kommen soll. Und ja, mein Bruder ist wie gesagt mit dabei, der Masterkiller. Wir fangen jetzt mal an. Servus. Und ja, also das erste Thema, was wir uns jetzt hier mal dazu notiert haben, ist jetzt das Zusammenspielen, / das Zusammenarbeiten. Natürlich auch mit Randoms oder eigentlich bevorzugt natürlich dann mit Randoms. Das ist ja dann möglich macht, dieses Voice-over-IP mit anderen Spielern sowie auch natürlich Player-Scuffs zu agieren. Das bringt natürlich erstmal sehr viele positive Aspekte, genauso wie aber auch negative Aspekte. Was wären deine Meinung dazu, Jörg? Also klar, die Interaktion ist natürlich unheimlich wichtig. Untereinander ist ja bisher natürlich über die normalen Sachen wie Teamspeak und Discord überhaupt ja kein Thema. Aber die Interaktion, sage ich mal, mit anderen Spielern ist bis jetzt, außer über dieses Gestiken-Menü, eigentlich unmöglich bis jetzt in dem Spiel. Und das macht das natürlich möglich, das Voice-over-IP mit anderen Spielern, Scuffs wie PMCs natürlich zu interagieren. Wahrscheinlich schon mal so ein direktes Beispiel, wo aber wahrscheinlich dann vielen auch mal in den Sinn kommt, sind wahrscheinlich gerade diese ja bis jetzt, ich sag mal, nutzlosen Ausgänge, wo man einen freundlichen Scuff oder einen freundlichen PMC mitbringen muss. Solche Situationen kommen dann natürlich viel, viel eher zustande als bisher, weil es bisher ja schlichtweg unmöglich ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe noch nie erlebt, dass man zum Beispiel mit einem anderen PMC-Scuff so ein Exit benutzt hat. Also ich bin auch noch nie annähernd in die Situation gekommen, muss ich sagen. Also könnte ich mich jetzt auch nicht dran entsinnen. Aber da gibt es, denke ich mal, viele, viele Möglichkeiten, positive wie natürlich negative, was wir jetzt vielleicht dann gleich auch noch haben, wo sich da natürlich auch entwickeln können, wo jetzt vielleicht auch so, wenn man sich jetzt, wie wir jetzt gerade mal kurz Gedanken drüber macht, vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben auch. Ja, ja. Also da ist die Anzahl der Möglichkeiten ja ist nahezu unbegrenzt. Das wie gesagt, positiv wie negativ. Ja, was wäre jetzt ein negativer Punkt, was wir überlegt haben? Ja gut, meiner Meinung nach, wie es halt ist, die Spieler nutzen natürlich, wenn sie merken, da geht irgendwas, wird es natürlich ausgenutzt. Und ja, wie wir es gerade schon gesagt haben, ist da bestimmt ein Thema Questabsprachen. Es gibt genug Quests, wo man irgendwie gegnerische PMCs töten muss mit verschiedensten auf verschiedenste Art und Weise, sage ich mal. Von geblendet, ungeblendet, mit zittrigen Händen, beziehungsweise Headshots und keine Ahnung was, wo, wenn man sich natürlich in-game abspricht, sowas vielleicht auch zustande vielleicht, kommt, dass man dann halt die Situation entsprechend auch ausnutzt. Du hier, geh mal 100 Meter weit von mir weg, dass ich dir einen Headshot geben kann. Ich sag mal nur das Stichwort Shooter Born in Heaven. Ja. Oder halt die Quests, wo man halt mit zittrigen Händen PMCs töten muss. Gibt es, glaube ich, gerade genug Beispiele, wo man sich sowas vorstellen könnte. Ja, ja, das geht bis hin, dass man quasi andere Spieler besticht oder so mit irgendwelchen teuren Items. Gut, es kann so oder so natürlich auch negativ ausgehen, aber ich mache mir halt nur Gedanken, wie weit sowas geht. Ich droppte hier was, hier 50.000 Rubel, ein Hatchling oder so, keine Ahnung, was weiß ich, wie viel eben des allem des Wertes, lauf mal kurz nach da hinten oder lass mich kurz dir ein Headshot geben, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach Quatsch,
Wie gesagt, wir geben jetzt nur mal so einen Gedenkanstoß quasi, um da auch eben eure Meinung davon zu hören und eure Überlegungen dazu zu überlegen. Wir wollen hier auch nichts positiv oder negativ sprechen, sondern einfach, wie gesagt, diskutieren und das Spiel möglichst positiv voranbringen. Das nächste, was mit dem Voice-over-IP einhergeht, ist halt Sachen wie Beleidigungen, dass man einfach beleidigt wird. Das kann man halt sehen, okay, es ist halt realistisch und keine Ahnung, aber jeder kennt es vielleicht auch aus anderen Spielen, wenn man einen tötet. Ich weiß noch nicht, wie weit es dann noch überhaupt möglich wäre, dass er überhaupt noch was sagt. Oder kurz bevor er stirbt, wird halt noch irgendjemand von deiner Familie beleidigt oder was weiß ich. Darüber kann man stehen, darüber kann man lachen, aber toll ist halt einfach nicht. Genauso wie der Punkt eben, ja, du rennst durch die Factory und auf einmal kommt ein Hatchling vorbei und du denkst, da kommt der Partybus mit irgendeiner Technomucke aufgedreht durch die Halle gerannt und du hast so umz, 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 umz. Ja, das ist beim ersten Mal vielleicht witzig, aber ich glaube ansonsten einfach nur schwierig. Aber so, Ja, ja. Oberbegriff Trolle halt dann Ja, einfach. genau. Ja, ich glaube, ja, da brauchst du eigentlich auch, glaube ich, nicht weiter Ja, was wir sind dazu mal gespannt sagen. auf jeden Fall auf eure Thematik dazu. Dieser Punkt, was wir jetzt gerade aufgeführt haben, der führt uns gleich zum nächsten Punkt. Und da, das wäre ein großes Thema, gerade in Tarkov. Und da geht es um die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist sehr wichtig in Tarkov und auch sehr gut in Tarkov. Aber wenn dann eben der Discobus vorbeigeschossen kommt oder der andere, der halt noch kurz deine Eltern beleidigt, dann geht es halt einfach auf Kosten der Atmosphäre. Oder meinst du, das ist, also jetzt mal abgesehen von der Musik, gehört es halt einfach dazu, oder was meinst du? Ich glaube, dass Tarkov die Atmosphäre natürlich ein unfassbar wichtiger Faktor ist, was das Spiel, wie jedes Spiel, aber in Tarkov ist natürlich genauso wichtig, das Spiel ausmacht quasi. Und Tarkov war meiner Meinung nach bisher, hat auch ein bisschen von gelebt, von dieser Anonymität, die halt da herrscht. Du kannst quasi in Tarkov, sag ich jetzt mal ganz blöd, die Sau rauslassen und niemals wird jemand erfahren, wer oder was da dahinter steckt. Na gut, mit Voice-over-IP heißt es jetzt noch lange nicht, dass es jetzt irgendwie in die andere Richtung geht. Wenn du mit niemand redest, weißt du ja trotzdem nichts über dich. Aber weiß nicht, so ein bisschen, was das betrifft, glaube ich, einfach ein bisschen schwieriges Thema, wenn dann halt, keine Ahnung. Vielleicht treffen sich irgendwo Leute und machen einfach Kaffeekränzchen oder keine Ahnung was. Und dann wird sich ein direkt unterhalten. Man weiß es nicht. Ja gut, sowas gab es ja in anderen Spielen auch schon und Sowas kann kann auch, mal witzig sowas. sein, kann ja auch mal Ja, okay sein, genau. also kein Thema, aber ja, ich glaube, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Es kann halt auch einfach nervig sein. Aber was soll's, wenn du dann durch die Mission gehst und auf einmal kommst du vorbei und da hocken vier Leute ums Lagerfeuer? Keine Ahnung, stelle ich mir schon witzig vor. Ja, ja, das kann natürlich auch sein, dass dadurch auch genauso witzige Situationen entstehen. Ja, Also es aber muss jetzt nicht nur im negativ Prinzip sein. ist halt witzig nicht Tarkov. Das ist, Ja. glaube ich, das, worauf wir gerade hinaus wollten. Ja. Und ja. Gebt euren Senf auf jeden Fall dazu. Wir haben jetzt noch Ja. als letzten Punkt einen großen Punkt, einen riesigen, enormen Punkt in unseren Augen. Ich weiß nicht. Dann hat bestimmt auch mal, sage ich mal, bestimmt auch mal niemand auf dem Schirm. Ja, das denke ich auch. Also wir haben uns schon öfters mal darüber eben unterhalten, so im Teamspeak Discord. Und wir wissen jetzt auch nicht, also es ist ein krasser Punkt. Wir wissen nicht, ob der jetzt mega positiv oder mega negativ ist. Das ist, glaube ich, für die Hardcore-Spieler. Ich rücke jetzt einfach mal raus. Angenommen, Battlestate Games würde sagen, okay, sie sperren die Absprache über Teamspeak und Discord. Das heißt, selbst wenn ihr als Fünfer-Squad reingeht, könnt ihr euch, sobald ihr dann im Raid seid zum Beispiel, könnt ihr euch nur noch über den Direct-Chat, also über Voice-over-IP unterhalten. Das unterbindet natürlich
die Absprachen, wenn ihr weit auseinander seid oder eben Räume trennen euch, dann könnt ihr euch nur noch fast gar nicht oder schwer hören. Aber und natürlich kommt dazu, wenn ihr taktische Absprachen macht, dass euer Gegenüber, der Gegner, das Ganze ja mitbekommen könnte, was es ja auch nochmal extrem schwer macht. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, also es ist jetzt wie gesagt ein Denkanstoß, ob sowas kommt oder nicht, das wissen wir jetzt nicht. Aber es wäre halt schon richtig krank. Was denkst du, Jörg? Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall ein Punkt, der das Spiel, was das betrifft, sage ich mal, ultra realistisch machen würde. Im Grunde genommen ist ja das eigentlich, wo man hin will, glaube ich, in dem Game, dass es möglichst realistisch ist. Bis jetzt ist dem eigentlich nur Grenzen gesetzt, wenn es, sage ich mal, um gewisse Balance-Sachen geht oder keine Ahnung was. Natürlich gibt es immer wieder Punkte, wo man sich natürlich drüber streiten kann, wo jetzt in einem Game sind und vielleicht nicht so ultra realistisch sind. Aber das ist halt so Sachen, wie gesagt, wir jetzt nicht abschweifen. Was das betrifft, ist einfach, stell dir vor, du hochst mit einem Fünfer-Squad, wie du gerade schon gesagt hast, hochst irgendwo in den Dorms oder generell, wo du irgendwie räumlich voneinander getrennt bist. Du kannst dich nur noch unterhalten, entweder auf die laute Art und Weise, dass dein Zimmernachbar, sag ich mal jetzt so Pep, dich hört. Dafür hören dich aber auch alle anderen. Und selbst wenn du auf einem Feld bist, musst du ja mindestens in Sichtkontakt bleiben. Und selbst dann ist ja so, dass du gucken musst, hörst du den anderen überhaupt noch? Ja. Beziehungsweise was die Sache dann auch richtig schwierig macht, wenn du dich dann überhaupt gar nicht mehr unterhalten kannst, dass du ja dann das Gestik-Menü perfekt beherrschen müsstest. Ja, das also, ist quasi mit deinem Handzeichen in-game, sagst hier, okay, jetzt vor. Kann extrem taktisch sein, aber ihr wisst mit Sicherheit, viele von euch wissen, wie schwer es eigentlich ist, sich taktisch gut abzusprechen. Klar, wenn man jeden Tag stundenlang miteinander spielt, dann versteht man sich irgendwann blind und kein Thema. Aber so für die nicht so Hardcore-Player ist es schon schwierig, so abzusprechen. Aber Battlestate Games hat ja schon des Öfteren auch bewiesen, dass sie gar nicht Hardcore sein wollen. Deswegen erwähnen wir sowas, dass es schon kommen könnte irgendwann. Also die haben ja schon viel gemacht, wo viele Casual-Player, wie wir auch am Anfang gesagt haben, oh shit, okay, kommt das jetzt, ist das nicht zu krass irgendwie? So viel kam ja schon. Im Nachhinein kann man darüber anders denken, aber... Ja, also es ist, was das betrifft, ich nehme jetzt mal unser Krüppchen als Beispiel. Bei uns ist einfach so, wir sind, sag ich mal, mittelgute Spieler, würde ich mal sagen. Vielleicht auch hauptsächlich auf mich bezogen. Natürlich haben wir auch bessere und schlechtere. Zusammenspielen, ja. Ja, es ist selbst jetzt schon teilweise so, wenn du dann zu viert oder zu fünft im Raid bist und jetzt nicht die Absprachen perfekt zueinander sitzen, da passiert irgendwas und dann bricht das absolute Chaos aus. Viele von euch kennen. Und sowas macht es halt ungemein viel schwieriger. Und Tarkov ist ein Spiel, ich sage jetzt mal, das ist jetzt aus meiner Sicht ein Spiel, was für mich mit meinem Können, mit meinem Talent, einen Shooter zu spielen, mich an meine Grenzen bringt. Also ich sterbe verdammt oft, ich überlege zwar auch ab und zu mal, aber es ist einfach ein Spiel, wo von der Schwierigkeit für mich grenzwertig ist. Wenn es noch viel schwieriger werden würde, hätte ich jetzt für mich Sorgen, dass ich irgendwann abschalte und sage, du, so viel mir das Spiel Spaß macht, es ist einfach zu schwierig. Und ja, so wird es dann, denke ich mal, vielen, vielen anderen auch gehen. Der Punkt ist der, was er jetzt auch gerade gesagt hat, ist so viel, habe ich mich auch gefühlt. Ich habe vor diesem Vibe eigentlich, glaube ich, gar nicht gespielt. Ich habe dann ein bisschen mal hier und da gespielt und dann kamen so die Vibe-Patches und habe ich mir die so durchgelesen und habe mir gedacht, okay, man muss halt dazu sagen, wir sind Casual-Player im Prinzip, vielleicht ein bisschen mehr als Casual-Player, aber wir sind so der
der Inbegriff von Casual Player. Wir spielen nicht jeden Tag, wir spielen auch nicht jeden Tag stundenlang. Wenn wir spielen, spielen wir halt, keine Ahnung, mal 3-4 Stunden zusammen. Und dann geht es natürlich hauptsächlich dann ein paar Quests machen, ein bisschen Spaß haben. Natürlich spielen wir ernst und alles. Aber das ist durchaus so eine Sache, wenn du halt noch weniger spielst oder sagst, okay, ja, du bist jetzt schon am Limit von der Schwierigkeit, weil du halt auch oft stirbst einfach, was halt einfach wahrscheinlich relativ normal ist bei dem Game. Es kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, hey, mir ist jetzt zu krank, ich habe jetzt die Jahre gespielt, alles gut, aber ich schalte jetzt ab. Also der ist ein definitiver Punkt, vor allem für die Leute, die halt nicht sehr viel spielen. Alle, die jetzt jeden Tag, keine Ahnung, wie viele Stunden spielen, die werden sich wahrscheinlich denken, hä, gut, keine Ahnung, dann spiel halt Counter-Strike oder, ja, aber darum geht es jetzt gar nicht in dieser Aussage. Sondern, ja, wir spielen halt nicht jeden Tag stundenlang. Ja, jetzt musst du aber auch vielleicht noch in letzter Konsequenz dazu sagen, auch wenn wir, weil du uns jetzt, sag ich mal, so ein bisschen als Casual-Player abgetan hast, womit du jetzt nicht Unrecht hast, will dir jetzt nicht widersprechen, aber trotz, sag ich mal, Casual-Player-Status haben wir es jetzt in dem Vibe trotzdem geschafft, auf ein Level von plus minus, sag ich mal, 50 zu kommen, was bestimmt jetzt auch nicht so schlecht ist. Ich habe jetzt auch das erste Mal bei diesem Vibe zum Beispiel den Kappa-Container erreicht. Ja, das können mit Sicherheit auch nicht so viele von sich. Ich will jetzt uns auch nicht, was ich halt meine ist, und das ist jetzt auch ein bisschen, da wird sich ja der ein oder andere auch vielleicht angesprochen fühlen, es gibt halt viele von diesen Tarkov-Warriors, die halt auch einfach alles schlecht sprechen. Deswegen will ich gar nicht erst sagen, dass wir annähernd gut sind, weil dann heißt es wieder, ja, ihr seid doch eh zu schlecht. Keine Ahnung, wir sind Casual-Player, wir sind nicht die Schlechtesten, wir sind aber auch nicht gut. Ich will uns da nicht in irgendeine Schublade stecken. Was ich halt mit dem Begriff eigentlich gemeint habe, ist, dass wir halt zeitlich nicht viel spielen. Und dass uns das so deep in die Materie reinbringt, dass jeder jeden Spot kennt, jeden Call kennt, weiß, wo er durch die Tür schießen kann, wo nicht, wo die Ecke vielleicht noch durchschießen kann, wo er was hört. Das sind so die deepen Sachen, also die wirklich tiefen Inhalte in Tarkov, wo du keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, du spielst 24-7 Laps und dann kommt ein anderer her, du spielst halt nicht 24-7 Laps und kassierst halt einfach gegen den Spieler, weil er genau weiß, was du wo machst, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, also deswegen, das ist halt ja eine Materie, aber, ja. Jetzt sind wir auch fast ein bisschen abgeschweift. Ja, natürlich. So, ich will es jetzt auch mal hier leicht dann abcutten, wir haben es jetzt schon wieder ziemlich lang gemacht, es sind halt viele Themen, wo man stabil drüber diskutieren kann. Wir wollen jetzt auf jeden Fall die Kommunikation mit euch. Schreibt mal in die Kommentare in Facebook oder in auf YouTube direkt, was ihr zu den Punkten meint und was ihr generell eben, was eure Meinung ist, was vielleicht Punkte sind, die wir vergessen haben. Gebt natürlich dem Video auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann schaut auch auf jeden Fall, ja, abonniert den Kanal und schaut auch gerne andere Videos an auf dem Kanal. Würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und dann sagen wir mal, wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.